So, kleines Unboxing. Komm schon, raus. Uiuiui. Zack. Ich glaube, ich weiß auch schon, was da drin ist. Es müsste ein 3-in-1 Ladekabel sein, wenn ich mich nicht irre. Und es ist ein 3-in-1 Ladekabel. Zack, Superfood in Bio-Qualität. Was ist denn das für eine komische Werbung? Brauche ich nicht. Hier haben wir ein 3-in-1 Ladekabel. Mit. Stopp. Zack. Weg. USB-C. Also, hier haben wir einfach USB 2.0 Ladekabel. Ich werde es einfach schon mal hier reinstecken hier hinten. So. Dann haben wir hier USB Typ C. Dann haben wir hier Micro USB und hier in der Mitte haben wir Lightning. Lightning brauche ich jetzt nicht. Aber so, jetzt gucken wir mal. Das würde mich ja jetzt mal interessieren, weil es stand, dass man, jetzt haben wir hier Micro USB, stecken Micro USB an. Er fängt auch direkt an zu laden. Battery is too low, charge mobile before power on. Ja, bla 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 bla. So, jetzt stand da drin, dass man direkt noch. Ah, das ist jetzt mal nice. Was heißt, er lädt. Na, komm. Sieht man hier oben, er lädt. Er lädt. Und jetzt könnte ich sogar noch den dritten anschließen zum Laden. Also, das finde ich jetzt mal wirklich nice, das Ladekabel. Ich weiß nicht, ob man alle drei laden soll. So, herzlichen Glückwunsch. Wir können es ja einfach mal vorlesen, was da drauf steht. 3-in-1 USB-Ladekabel. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Ladekabel. Mit den drei verschiedenen Anschlüssen des Ladekabels können Sie nahezu alle aktuellen Smartphones und Tablets wieder aufgeladen. Können alle wieder aufgeladen werden. Ja, das Problem habe ich nämlich, dass ich nämlich USB-Typ C habe an meinem Huawei P20 und alle meine normalen Ladekabel sind natürlich Micro-USB-Kabel. Schließen Sie einfach den passenden Anschluss an Ihr Endgerät. Sie können sogar bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Ja, das ist jetzt wirklich nice. Der USB-Stecker kann an jeder USB-Buchse angeschlossen werden, egal ob USB-Steckdosenadapter, 12 Volt Ladegerät oder an einer mobilen Powerbank. Ja, das ist jetzt mal definitiv nice. Hat sich auch gelohnt, dadurch, dass ich halt mehrere Handys oder Sachen gleichzeitig laden kann. Ich werde euch das Ladegerät auf jeden Fall, also das Handy ist ja Blödsinn, dass ich das jetzt hier hinhalte. Ich werde euch dieses wundervolle Ladekabel mit diesen wundervollen drei Anschlüssen, einfach nur wundervoll, werde ich euch definitiv unten verlinken. Ist auch von der Qualität her wirklich gut und dieses war flexible Kabel und nicht wie diese ganzen Kabel, die man sonst hat, die dann immer so schnell abknicken und fransig werden. Werde ich euch unten verlinken. Lasst mir ein Like da, lasst mir kein Like da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.